Hey Leute, ich wollte heute mal ein Video machen zu dem Thema, also raus aus dem Hamsterrad praktisch, wie man dazu kommt, dass man immer mehr sich in eine positive Richtung entwickelt. Und die zwei wichtigsten Punkte dazu sind, denke ich, einfach, sich Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen für sich selbst. Erstmal herauszufinden eben, was man überhaupt möchte. Es ist das Allerwichtigste, sich Zeit zu nehmen und herauszufinden, was man möchte. Und zwar sich jeden Tag Zeit zu nehmen. Und der zweite Punkt ist, sich ein positives Umfeld zu schaffen. Immer mehr zu den Leuten zu gehen, das, was man machen möchte. Und viele sagen immer, oder am Anfang ist es oft schwer, weil man einfach denkt, man braucht Geld. Und dann kommt immer dieses, oh, ich arbeite jetzt noch 2 Jahre oder ich mache das jetzt noch so und so lang und dann habe ich das Geld, dann irgendwann nehme ich mir die Zeit dazu. Und das kommt seltenst vor. Die wenigsten nehmen sich dann wirklich die Zeit. Und Zeit ist einfach das Wichtigste. Man schiebt immer alles auf später auf und denkt, oh ja, dann, ich arbeite jetzt für meine Zukunft und die wird dann toll. Und so funktioniert es aber nicht. Wenn der jetzige Moment nicht gut ist und wenn man nicht jetzt schon schaut, dass man das tut, was einen wirklich erfüllt, wofür man da ist, herausfindet erstmal, was man wirklich machen möchte. Das ist ja auch der Punkt, die meisten wissen nicht, was sie wirklich wollen. Fragt euch zum Beispiel mal, was würdet ihr machen? Den ganzen Tag, auf was würdet ihr bestehen? Auf was würdet ihr bestehen zu machen, auch wenn du dafür nicht bezahlt wirst? Fragt euch das mal. Würdest du dann aufstehen und noch auf die Arbeit gehen, die du gerade machst? Und das ist die Sache, wirklich das zu finden, wo man sich berufen zu fühlen. So, daher kommt das Wort noch Beruf, wozu man sich berufen fühlt. Und bei mir war es zum Beispiel so, nachdem ich mein Studium abgeschlossen hatte, also ich habe Bauingenieurwesen studiert und ich habe dann schon immer im Ingenieurbüro gearbeitet. Und so nebenbei, also ich hatte einmal ein Praxissemester, da habe ich ein halbes Jahr da gearbeitet und dann habe ich immer wieder während dem Studium und auch danach zeitweise eben da gearbeitet, manchmal so 20 Stunden die Woche. Und mir hat es schon Spaß gemacht so. Und ich habe da auch einen Sinn drin gesehen. Und ich denke, das ist auch der Punkt am Anfang, wenn ihr jetzt gerade noch da seid, dass ihr noch nicht so wirklich wisst, was ihr macht und was euch wirklich komplett erfüllt, dass man dann schaut, dass man das, was man tut, auch liebt. Also nicht nur das zu tun, was man liebt, sondern auch das zu lieben, was man tut. Und dass man die Dinge dann meditativ sieht. Es ist immer nur sinnvoll, also es ist nicht sinnvoll zu jammern. Entweder akzeptiert man eine Situation, man verändert sie oder man verlässt sie. Das sind die drei Optionen. Und ich habe am Anfang dann, wo ich im Ingenieurbüro noch gearbeitet habe, so stundenweise, mir hat es auch Spaß gemacht, so das Zeichnen und ja, Mathe und Physik, das macht mir einfach Spaß, irgendwie so das Rumrechnen, irgendwie ein bisschen rumzuprobieren und gerade so was Sinnvolles zu machen, irgendwie man zeichnet was und dann am Ende steht es halt irgendwo, es wird gebaut und du fährst dran vorbei und du hast da irgendwie dran mitgewirkt und hast was erschaffen, was kreiert und das hat mir schon auch Spaß gemacht. Ja, viel Spaß gemacht. Aber wenn ich dann irgendwie manchmal im Büro gehockt war und draußen scheint die Sonne und man kann sich dann nicht so einrichten, wie man möchte. Und dann dachte ich mir, jetzt gehe ich lieber raus. So, ne? Was hindert mich daran rauszugehen? Und ich habe dann damals zum Beispiel schon einfach nebenbei immer, weil ich eben nicht 40 Stunden
am Tag oder die ganze Woche eben nur gearbeitet habe und keine Zeit mehr mir für mich genommen habe. Deswegen habe ich halt parallel noch das gemacht, was ich liebe, was ich noch mehr liebe. So, das andere, das war jetzt auch keine Arbeit in dem Sinne. Ich habe da Sinn drin gesehen und das ist eben die Freude da drin zu sehen. Auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig gerade in dem Moment das ist. Dann schraubt man halt erstmal die Zeit runter und findet heraus, was man wirklich will. Das ist eben dieser erste wichtige Punkt, sich Zeit zu nehmen. Und zwar jeden Tag mindestens eine Stunde, sich einfach nur hinzuhocken und nicht zu beschäftigen, sondern wirklich einfach schauen, was kommen für Gedanken auf. Was fühle ich, was geht in mir vor, bin ich glücklich mit der Situation, was könnte ich verändern. Und ich bin zum Beispiel ein Parallel so nach dem Studium. Erstmal hatte ich dann Master angefangen, weil ich einfach noch nicht arbeiten anfangen wollte. Weil wenn du dann in 40-Stunden-Job drin bist, dann bist du so in diesem Hamsterrad drinnen. Und man muss sich wirklich die Zeit schaffen, indem man überwiegend sich Zeit nehmen kann für sich. Dann fang vielleicht halt erstmal einen 20-Stunden-Job an, nach dem Studium, nach der Ausbildung oder so. Einen Halbtagsjob oder nehmt euch ein Jahr eine Auszeit und findet mal wirklich zu euch. Und in dem Jahr Auszeit rennt auch nicht vor euch davon und beschäftigt euch mit tausend Dingen, plant alles und beschäftigt euch nur mit vom einen zum nächsten kommen, wie manche Leute so in Urlaub, so erster Tag gleich Stress. Und da kommt man nicht zum Nachdenken. Dabei verändert sich nichts und man findet nicht wirklich raus, was man möchte. Schaut, wenn ihr euch die Zeit dann für euch nehmt, dass ihr wirklich schaut, was aufkommt und die Dinge annimmt. Und ich habe dann eben parallel, ja, ich habe erst das Studium so, ich bin dann nach Stuttgart, habe dann Master angefangen und dann habe ich da gemerkt, so anderes Umfeld erstmal und ich habe ein bisschen zu mir selber gefunden, habe mehr nachgedacht und habe gemerkt, so hey, das ist nicht das, was ich 100% danach machen will. Und dann habe ich eben den Master abgebrochen und habe dann einfach geschaut halt, dass ich nebenbei ein bisschen gearbeitet habe und bin teilweise ein bisschen gereist. Habe halt im Ingenieurbüro nebenbei gearbeitet, so ein bisschen Geld verdient einfach. Und dann bin ich nebenbei Inliner fahren gegangen, so. Dann war ich im Skatepark. Und im Skatepark habe ich dann einfach zwei Kerle getroffen so und bin mit denen einfach ein bisschen gefahren, also mit Inlinern. Und ja, dann haben sie halt so gemeint, sie geben Inliner-Workshops an Schulen. Und es läuft über so eine Firma, Cityskate heißt sie. Und machen verschiedene Sachen auch mit so Verkehrs- und Sicherheitstage und sowas an Schulen einfach. Oder eben ganz normale Inliner-Workshops, wo du den Kindern in 2 Stunden ist meistens ein Kurs. Manchmal sind es auch 3-Tageskurse. Und dann zeigst du denen einfach, wie man Inliner fährt, wie man richtig fällt, wie man mal springt und Slalom fährt und was weiß ich, so kleine Tricks. Und es macht einfach voll Spaß. Das ist was, wo ich würde es auch umsonst machen. Und dann habe ich das eben angefangen. Die haben mich dann eben gefragt, so, ja, kannst du ja auch mal vorbeikommen. So. Und dann habe ich das gemacht und habe mich da einfach ins kalte Wasser geschmissen. Und ja, das macht mir so Spaß, das würde ich auch umsonst machen. Ich bekomme Geld dafür. Und dann war es halt immer mehr so, dann habe ich so diese 2 Dinge so parallel gemacht, ab und zu im Ingenieurbüro gearbeitet und noch Inliner-Workshops gegeben. Und wenn ich dann aber eben im Ingenieurbüro gehockt war, was mir schon Spaß gemacht hat, aber wenn dann so die Sonne geschienen hat und dann dachte ich mir halt, ey, jetzt gehe ich lieber raus und fahre ein bisschen Inliner mit den Kids. Und ey, das macht jedem Spaß, die Kinder gehen dahin, weil sie das lernen möchten und nicht so wie in der Schule, so hey, da muss jeder hin und dann hockt jeder da und du sollst jemandem was beibringen, der da gar keinen Bock drauf hat. Ja, finde ich überhaupt nicht sinnvoll. Und bei den Kursen ist es halt so, du gehst dahin, die Kids haben Lust zu fahren und die strahlen noch, die sind noch viel mehr im Moment. Also ich arbeite eh so gern mit Kindern zusammen, weil es einfach Freude bringt und die noch viel mehr im Moment sind und sich nicht so viel Gedanken machen. Und da leuchten die Augen noch, da ist noch Begeisterung irgendwie da bei dem Ding, noch viel mehr. Also es gibt auch Erwachsene, die das haben, aber bei Kindern ist es noch eben häufiger und meist mehr vorhanden. Und ja, dann habe ich immer mehr aufgehört, einfach irgendwann dann eben komplett aufgehört, im Ingenieurbüro noch nebenbei zu arbeiten. Und dann habe ich eben nur noch nebenbei Inliner-Workshops gegeben.
Und dann hatte ich irgendwann schon parallel hier mit YouTube angefangen und Videos zu machen. Und mittlerweile ist es so, ich habe mich halt einfach dann selbstständig angemeldet. Und jetzt, wenn ich ja E-Books schreibe oder irgendwie Coachings gebe, beziehungsweise jetzt dann Retreat organisiere, da kommt jetzt halt dann nebenbei auch schon ein bisschen was rein. So, das ist nicht viel, aber es ist eben der Punkt, ich nehme die Zeit für mich und ich brauche nicht mehr viel. Ich brauche diese ganzen, also ich brauche wirklich sehr wenig. Und die wenigsten Leute könnten wahrscheinlich so leben wie ich, weil es ihnen zu einfach wäre, weil ich, ja. Aber für mich, ich habe gemerkt, dass es mich immer mehr erfüllt, diese Einfachheit. Ich weiß nicht, auch so wenig Klamotten zu haben oder ähnliches, so, da verstehe ich Buddhisten absolut oder irgendwelche in Klöstern. Du hast jeden Morgen diese Einfachheit, die gibt dir so viel Struktur und so viel Klarheit. Das macht es eben so einfach. Da überlegst du nicht morgens, was ziehst du an. Der Mönch, der zieht jeden Tag die gleiche Kutte an. Und wenn du damit im Reinen bist, und dann gibt dir diese Einfachheit so viel Sicherheit und so viel Erfülltheit. Und du musst nicht mehr über tausend Dinge nachdenken. So. Das ist ja so, geh mal in den Laden und dann sind da, oder geh ins Restaurant und dann siehst du auf der Speisekarte tausend Gerichte, die dir super lecker schmecken und wo du unbedingt ausprobieren willst, und dann bist du überfordert. Dann bist du überfordert, entscheidest dich nicht und das macht dich nicht glücklich. Und so eine Klarheit herauszufinden, zum Beispiel auf diesen ersten Gedanken, auf den Anfang zu hören zum Beispiel. Was ist der erste aufsteigende Gedanke, was dir in den Kopf kommt? Und dem einfach nachgehen so. Denk mal drüber nach, was hast du am liebsten als Kind gemacht? So, und jetzt das Erste, was dir gerade gekommen ist, okay, geh dem nach. Denk nicht über das Zweite, Dritte, Vierte nach. Nur den ersten aufsteigenden Gedanken wahrnehmen. Das ist meistens auch das. Ja, weil das ist das Erste, was dir kommt. Das ist das Wichtigste. Und geh dem einfach mal nach. Genau. Und das ist eben dieser wichtigste Punkt, sich Zeit zu nehmen, rauszufinden, was man wirklich möchte. Und ich habe halt dann immer mehr rausgefunden, so, diese Inliner-Workshops, das ist echt, ich fahre da Inliner mit Kindern und das macht mir Spaß. Und dann muss man erstmal damit klarkommen, dass man Geld dafür bekommt, für was, wo einen Spaß macht. Und jetzt ist es eben genauso mit den, mit Coachings oder mit, einfach mit den Videos zu machen, hier jetzt so, YouTube. Das macht mir einfach Spaß. Es ist eine Therapie für mich selber. Ich kann mich da ausdrücken und kann da Dinge verarbeiten, die eben gerade bei mir hochkommen. Und ja, irgendwann kommt man dann eben dazu, dass man Schritt für Schritt immer mehr die Dinge tut, die man liebt. Und deswegen kann ich jedem am Anfang nur raten, was wollt ihr mit dem Geld, wenn ihr nicht mal wisst, was ihr wirklich wollt? Und wenn ihr keine Zeit habt, dann die Dinge umzusetzen, die ihr wirklich wollt. Deswegen schaut, dass ihr langsam den normalen Job, den ihr eigentlich nicht so gern macht, reduziert es und baut euch parallel dann nebenbei was Kleines erstmal auf. Macht immer mehr erstmal, was ihr liebt, und findet heraus, was wirklich eure Berufung ist. Genau. Und der zweite Punkt, auch sehr wichtig eben, das ist eben, sich das richtige Umfeld zu schaffen. Umfeld, Raum und Zeit sich zu nehmen für das, was man wirklich möchte. Also eben einmal das, was ich gesagt habe, den Job zu reduzieren, schauen, was man wirklich braucht. Es gibt so viele Dinge, die braucht man gar nicht. Also für mich jetzt auch durch die Ernährung, es fallen so viele Dinge weg. Also die Dinge, wenn ich die jetzt aufzählen würde, dann würdet ihr, keine Ahnung, die meisten halten einen dann für verrückt so. Aber es sind Dinge, wenn der Körper sauberer wird, die man nicht mehr braucht. Du brauchst keine Seifen mehr und Deos und keine Ahnung. Und man stinkt dann auch nicht. Wenn der Körper sauberer ist, ein Reh, das stinkt auch nicht. Ein Reh, das hat ein super glänzendes, schönes, ästhetisches Fell. Und wenn man keinen Mist mehr in seinen Körper reinstopft, in seinen Tempel, so, dann kommt auch kein Mist mehr raus. Und so viele Dinge, die eben wegfallen. Man braucht kein Fernsehen mehr, ich habe kein Handy und das Ganze.
nichts gegen Handy, ich habe einen Laptop, halt, das reicht mir so. Ich habe gemerkt, das Handy nimmt mich halt aus dem Moment und die Strahlung finde ich jetzt auch nicht so toll. Habe ich mal ein Video zu gemacht, könnt ihr euch auch mal anschauen. Einfach suchen auf meinem Kanal, in die Suche eingeben. Ja, es fallen so viele Dinge weg. Schaut lieber, dass ihr, ich meine, einen 20-Stunden-Job, das Geld reicht wirklich jedem, wenn er mal sich wirklich bewusst macht, was er möchte, was er braucht. Und am Anfang brauchst du nichts anderes als eine Wohnung und Essen. Und dieser ganze Schnickschnack, der fällt immer mehr weg. Das ist ganz nett. Man muss sich halt da schauen, was man sich leistet. Aber man spart kein Geld, indem man sich was Reduziertes kauft, was einem gar nichts bringt. Wenn ich mir was kaufe, dann ist es mir egal, wie teuer das ist. Wenn ich das möchte, wenn ich weiß, das ist das, was sich richtig anfühlt, dann kaufe ich mir das. Und es werden irgendwann so wenig Dinge, die man dann wirklich kauft, weil man einfach nichts mehr braucht. Und am meisten spart man, wenn man sich Dinge erst gar nicht kauft und nur das kauft, was man wirklich braucht. Und dadurch kommt auch eine Klarheit ins Leben, eine Einfachheit. Das ist auch das, was beim Fasten passiert. Man reduziert sich aufs Wesentliche, auf die Struktur und lässt diese ganzen nebensächlichen Dinge mal weg. Genau. Und zum zweiten Punkt zurückzukommen, sich ein positives Umfeld zu schaffen. Es ist fast unmöglich, in einem negativen Umfeld, in einem Umfeld, das dich nicht unterstützt, das dich nicht sein lässt, wie du bist, voranzukommen. Und deswegen sprich nicht mit Leuten über deinen Traum, über das, was dich erfüllt, wo du schon weißt, dass die Antwort kommt, so, aber das und was ist, wenn das Geld nicht reicht und was ist, wenn das und das passiert. Wenn ihr was wirklich wollt und wenn ihr herausgefunden habt, was ihr machen möchtet, dann findet ihr einen Weg. So. Ich habe zum Beispiel damals dann erstmal, ich bin gereist dann, ich war dann in Nicaragua, in Costa Rica und dann bin ich einfach in ein Yoga-Center, habe gefragt, ob ich da ein bisschen was helfen kann. Dann habe ich mal einen Zaun gestrichen und sowas und Kompostloch und Garten angelegt und sowas. Und habe dafür Yoga gelernt. Ich habe damals meine Freundin damals, die damalige, dafür kennengelernt. Und ich hatte da eine wunderschöne Zeit. So, ich habe das Land kennengelernt, die Leute. Ich habe Yoga gelernt, ich habe Englisch gelernt. Die Freundin kam eben aus Kalifornien. Und ich habe da so viel gelernt für nichts. Ich konnte da dann umsonst schlafen. Ich habe eben draußen auf der Terrasse einfach geschlafen. Ich wollte eh immer draußen schlafen. Das ist eben diese Einfachheit in warmen Ländern. Hier schlafe ich auch einfach immer draußen. Und ich habe da draußen geschlafen. Ich habe Früchte dafür bekommen, dass ich da ein bisschen was gearbeitet habe. Ich habe da nicht viel gearbeitet. Ich habe da vielleicht 10 Stunden die Woche gearbeitet. Und habe dafür so viel gelernt, so viel zurückbekommen. Und wenn ihr zum Beispiel wisst, hey, ich interessiere mich für Permakultur, dann geht irgendwo hin. WeWolfing oder so gibt es zum Beispiel eine Seite, glaube ich, heißt es. Also WeWolfing, WoofING, schreibt man es, glaube ich. Und da sind Farmer eingetragen, die Leute aufnehmen, da kann man arbeiten, kriegt dafür ein bisschen Geld manchmal, beziehungsweise kann da schlafen und bekommt Essen. Und so könnt ihr zum Beispiel auch umsonst erstmal eine Zeit lang dort verbringen. Ihr könnt ein paar Monate dahin. Das Einzige, was ihr dann noch bezahlen müsst, ist die Reise. Das war's. Sowas kann man auch in Deutschland machen. Sowas kannst du überall machen. Und dann, ja, in Europa, dann zahlst du, was weiß ich, 50, 100 Euro für ein Zugticket. Dann geh nach Frankreich, Spanien und geh da auf eine Farm. Oder geh in ein Yoga-Center, geh in ein Heilkundezentrum, geh in ein Fastencenter. Geh dahin, wo du Zeit für dich hast, wo du neue Leute, positives Umfeld hast. Und wenn man dann eben rausgefunden hat, was man möchte, dann das Geld spielt keine Rolle. Du wirst immer einen Weg finden, das zu machen, was du liebst. So, ich habe immer einen Weg gefunden, Inliner zu fahren. Das war immer das. Ich habe immer einen Skatepark gefunden. Ich habe immer eine Möglichkeit dazu gefunden, weil das war, was ich geliebt habe. Du lernst die Leute kennen. Vielleicht schenkt dir einer ein paar Inliner oder so.
wenn du Musik machen willst, du wirst die Möglichkeit finden. Geh in eine, ich weiß nicht, irgendeine Bar oder so. Wenn du DJ werden willst, ist egal was, verbind dich mit den Leuten und schaff dir ein positives Umfeld. Sprich mit den Leuten drüber, wo du weißt, die gehen einen ähnlichen Weg, die haben das schon erreicht oder sind eben auf dem gleichen Weg und streben das Gleiche an. Und du fühlst dich inspiriert, wenn du mit den Leuten redest. Du fühlst dich motiviert. Nicht so wie wenn du vielleicht auch mit deinen Eltern mal über was redest, so, ne, was nicht gleich diesem konventionellen Weg entspricht. So, hey, Ausbildung, Studium, Job und Geld verdienen, Familie, Auto und so weiter. Red mit den Leuten, geh in das Umfeld, das dich unterstützt. Das heißt nicht, man muss komplett alle alten Verbindungen abbrechen, aber man kann sie runterschrauben, beziehungsweise du musst ja nicht mit den Leuten so viel über die Dinge reden, wo du eh weißt, dass sie nichts davon halten oder wo du dich nicht motiviert dann oder inspiriert fühlst, wenn du mit denen drüber redest. Du weißt, warum sie so denken. Bei den meisten sind es nur die Ängste, dass sie dann selbst mal darauf kommen, hey, ich könnte vielleicht auch mehr machen, was mich wirklich erfüllt. Und dann sehen sie vielleicht, hey, es funktioniert bei jemand anderen und das hält ihnen halt auch einen Spiegel vor, so, hey, jemand anderes, auch wenn es schwer sein mag, der macht einfach, was er liebt, so, der schaut, was ihn erfüllt, was seine Berufung ist, auch wenn es ein schwerer Weg sein mag, kein konventioneller Weg, er schaut immer, dass er macht, was ihn wirklich erfüllt. Und es mag vielleicht einfach sein, so, hey, jetzt gehe ich auf die Arbeit und verdiene einfach mein Geld. Und ja, und dann geht das Leben halt so vorbei. Und das kann vielleicht, das ist annehmbar, das ist in Ordnung. Aber wenn du merkst, so, die meisten merken irgendwann so, hey, das ist nicht das, was mich wirklich erfüllt. Das ist nicht das, was mich wirklich inspiriert. Das ist nicht das, was ich wirklich mein ganzes Leben lang vom Herzen raus machen möchte. So. Und mich hat es zum Beispiel damals schon erfüllt, so. Ich habe das Studium auch gern gemacht, so. Und ja, dieses ingenieursmäßige Denken mag ich einfach. Und ja, mir hat es auch Spaß gemacht, eben das Studium da abzuschließen und da im Ingenieurbüro zu arbeiten. Aber dann nicht so nach diesen getakteten Zeiten habe ich gemerkt, das ist nicht so meins. Und es ist nicht so meins, da 40 Stunden dann reinzugehen. 40 Stunden sind eigentlich nicht lang, also versteht mich nicht falsch. 40 Stunden, ich arbeite jetzt, es gibt keinen Unterschied mehr bei mir zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit, weil ich darauf bestehen würde, so zu arbeiten, sag ich mal. Und manchmal arbeitet man, keine Ahnung, arbeitet immer und nie, je nachdem, wie man es eben sieht. Aber vorher war es eben eine Zeit, wo man sich ein bisschen aufopfert teilweise, weil man dann sagt, hey, jetzt mache ich, auch wenn ich gerade mal keine Lust habe, gehe ich jetzt auf die Arbeit. Und das wollte ich nicht mehr. Und ich wollte halt noch mehr machen, weil ich gemerkt habe, andere Dinge, da brenne ich noch viel mehr für. So. Also, ja, weiß nicht, Inliner fahren, mit Kindern arbeiten oder jemanden dann eben weiterzuhelfen auf seinem Weg. Oder jetzt auch mit Coachings, das ist das, wofür ich wirklich brenne, so, wo ich irgendwie, weiß nicht, da kommen meine Augen ins Leuchten. Das ist das, wo ich mich wirklich erfüllt fühle. Und nach so einem Gespräch oder nachdem ich sowas gemacht habe, dann da habe ich mehr Energie als vorher. So. Dann geht es immer weiter. Und irgendwann kommt man dann so in einen Aufwärtsstrudel und nicht in diese Abwärtsspirale, in diesen Teufelskreis, in dieses Hamsterrad, wo man dann jeden Tag das Gleiche macht, Tag ein, Tag aus. Und da kommt man dann nicht mehr raus. Ich wollte eben bewusst nicht nach dem Studium mit einem 40-Stunden-Job, 50-Stunden-Job oder irgendwo auf dem Bau anfangen. Dann ist man in diesem Rad drinnen. Und ich kenne die wenigsten Leute, die da mal angefangen haben und dann sagen, hey, komm, ich nehme mir jetzt mal 2 Jahre Auszeit oder so. Das kenne ich eher noch bei Selbstständigen, die dann mal zu sich kommen oder bei Leuten, die wirklich von zu Hause oder so arbeiten. Informatiker, merke ich, sind da noch recht oft, überhaupt in der Rocker-Szene. Ich habe so viele Informatiker kennengelernt. Also schöne Grüße an die ganzen Informatiker da draußen. So, ist mir nochmal aufgefallen, so, ich glaube, ich kenne mehr Informatiker, die irgendwie Rohkost machen und als irgendwelche Yoga- oder alternativen Leute. Fand ich nur mal witzig, ist mir neulich schon mal gekommen. Und
Genau, schaut einfach, dass ihr euch die Zeit für euch nehmt und dass ihr euch ein positives Umfeld schafft als zweiten Punkt. Diese zwei Punkte, wenn ihr das einhaltet, dann kommt ihr wirklich in eine Aufwärtsspirale. Genau. Und das eben Schritt für Schritt machen. Reduziert die Zeiten bei eurem Job zum Beispiel und macht nebenbei, nehmt euch die Zeit, merkt, was ihr wirklich wollt. Okay. Ansonsten macht's gut, ich hoffe, es hilft einigen weiter. Und schöne Grüße aus Thailand.